Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Erstmal danke an die Abonnenten, die Kommentare und Bewertungen, also Abo und die Glocke nicht vergessen. Und wir sind zurück. Wir wollen in die Episode 3. Wir hatten beim letzten Mal den Katerstaudamm gemacht und sind dort durchgekommen, wurden brutal zusammengeschlagen und ja. Gut, jetzt sind wir hier und ich starte mal durch, weil das Gerede von mir hilft ja euch nicht weiter. Damit wir dann auch wieder was sehen. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since. I know. But I have to get there. I seem to recall a town somewhere up north, far. What was it called? That's it. Perseverance Mills. It was like sparks everywhere and then fire. She fought like hell to try and get him out. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Is there a doctor with you? What's in the case? I have no idea. Don't worry, Pilot. You'll be with her soon. Ja, was meint er jetzt mit, wir sind bald bei ihr? Gute Frage. Thank you.
So, she lives. Where am I? And she speaks. You're in my house. Found you out in the snow a few days ago. A few days? Almost dead. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I ran into some trouble on the other side of that tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Where am I? I told you. My house. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No. I'll be okay. Suit yourself. Then let's talk. Oh, da sind wir. Und wir stellen einfach mal unsere Fragen. Jetzt in dem Fall, wir haben die Vorgabe Haus. Dann nehmen wir einfach Haus. You said we're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow. Buried. You'd been out there for hours, maybe even days. Nearly dead. Thank you for finding me. Name's Molly. And don't thank me. Thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. The damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. Okay, wir haben mehrere Stromküche getragen. Letztendlich nehmen wir eh alle, also von daher fangen wir mit Strom. Power's been out for a while. Yep. Think it'll come back? Well, we're used to the power going on and off out here in Pleasant Valley, so we're usually prepared for it. Feels like you run this farm on generators for better part of the year. Problem is, now the generators won't start. Or the cars, tractor, the TV's dead, radio won't work. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. How is that possible? I guess because it's pre-electronics. The old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, 70 years ago. I'm not exactly sure how or why it still works, but it does. Well, that's great. Can you call for help? Find out what's going on out there? There's nobody to call. Nobody else lives around here? Nobody who'd help if you asked for it. Is this your kitchen? By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here? Power's out. This is the warmest room in the house. This cook stove is probably keeping us alive. Machen wir weiter mit getragen. You carried me here? Dragmore-like, but yeah. You're pretty far gone. Wasn't sure you'd make it, to be honest. Well, all I remember is the tunnel. And wolves. Being chased. And then wandering. Forever. Like the world had no end. Yeah. In the woods. In the dark. You can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. I was in a small town. Milton. Other side of the mountains. Old town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. But you're not from there. No. The whole town. Milton. It's gone. I mean, people are gone. Most of them are. It was a fire and whoa, it's okay.
You're all right now. Don't get too worked up. You nearly died out there. That does funny things to people. Und jetzt fragen wir nach Mackenzie. I was in a plane crash in the mountains. That's how I ended up in Milton. I got separated from a friend. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there was a storm. Wolves. I got disoriented. We got separated. I couldn't see him. Him? So you left him out there? And then I ran into trouble. Wolves and worse. I'm sure he made it out fine. Yeah? How are you so sure? Nothing could break that stubborn skull. Thought you were worried about him. Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. I need to find him. I need to get it back. You haven't seen a man pass through here. Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. I will. And it's not safe out there, so just stay in the house. Right. I mean it. Stay in the house. Ja, wie lange sollen wir jetzt hier im Haus bleiben? Gute Frage. Auf jeden Fall fühlt es sich so ein bisschen an, wie wir spielen jetzt die Astrid. Ah, you're awake. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This will keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can have tea and meat. I must be starting to feel better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. If you're feeling better, you can start answering some questions. Like, what the hell are you really doing out here? That's a long story. Well, power's been out for, I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves. We got some tea and meat. We aren't going anywhere. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. I'm a doctor. Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Oh, okay, so not the useful kind. I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard of it. Okay. Well, there's some sick people there, and they need my help. And the thing I lost in the plane crash. The thing my friend might have. I need it if I'm gonna help those people. The thing the stubborn guy you left in the plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains, in the place where you ran into trouble. That's right. You know what? You coming here? To Great Bear? Yeah. Not your best plan. Okay, welche Krankheit? So the people up north, in Perseverance Mills. Why are they sick? I'm not entirely sure. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? I have some ideas, yes. But you aren't gonna tell me what they are.
No. I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them? You aren't gonna tell me what it is either, are you? Right. Well, you are a lady with a lot of secrets. Eingesperrt, nein, ja, schauen wir. So, when you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I appreciate everything you've done to help, but I'd like to leave. I have to find my friend and get on with my work. When you're stronger. So, I'm trapped in here. Like I said, it's for your own good. So, is your husband around? Husband? It seems like more than one adult lives here. I assumed, husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. I didn't mean to You should just mind your own business. But you just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Stay out of my shit. Looks like I'm not the only one with secrets. Okay, so wie es aussieht, geht's jetzt los. Trauma. Kapitel 1, Trauma. Gut. Okay. Wir sollen nach Hinweisen schauen, um mehr über Molly zu erfahren. Ja. Mal gucken. Okay. Ja, also so rausgehen ist vielleicht keine gute Idee. Das ist auf jeden Fall richtig. Was haben wir ansonsten noch? Ja, das ist eigentlich dann auch schon alles. Also so eigentlich nichts. Ah ja, verstauchter Knöchel. Und wir haben auch Schmerzen. Tja, dann würde ich sagen, Astrid, also entweder warten wir oder wir kriegen das irgendwie hin. Okay. Irgendwie sind wir nicht ganz klar, kann das sein? So ein bisschen verschwommen. Gut. Also schnell umschauen. Geht nicht, geht nicht. Wir können hier momentan so gar nichts. Und Astrid scheint beim Laufen Schmerzen zu haben. Wie wir hören zumindest. So, es tut weh, aber bringt sie nicht um. Das ist schön. Na, als allererstes. Nö. Wir können gar nichts machen. Okay. Da geht's auch nicht. Dann fangen wir mal an, systematisch hier durchzugucken. Und wir fangen hier mit der Küche. Ja. Ah. Ah, jetzt haben wir den Zentrierpunkt. Den hatten wir vorher nicht. Da können wir nichts machen. Den Kessel, da können wir auch nichts machen. Können wir hier was machen? Nein? Ja, gut, okay, ist verschlossen. Hat sie uns ja gesagt. Aber das sind ja auch keine Hinweise hier. Würde ich behaupten. Da ist bestimmt auch zu, genau. Ja, im Klo werden wir wohl kommen. Im Keller, ja, aufgeschlossen. Im Klo werden wir wohl kaum Hinweise finden. Versuchen wir es mit dem Raum erstmal. Ja. Irgendwie ein Zettel oder sowas. Hm. Ja, ja, Astrid, ist ja gut, ist ja gut.
Beschädigtes Gewehr. Looks like maybe the barrel exploded. Toll. Tja. Also ich dachte jetzt noch irgendwie vielleicht reparabel, aber nö, natürlich gar nicht. Na gut. Dann weiter geht's. Aber irgendwie, die Pflanzen haben es hier irgendwie auch nicht überlebt. Kann das sein? Also nicht alle. So. Genau, wir machen erstmal unten fertig. Wir können nirgendwo reingucken. Okay, wir sehen hier einen Bär. Das ist schön. Das kennen wir noch aus der Episode 2. Den Bären. Der alte Bär. Was ewig gedauert hat, bis wir ihn endlich tot hatten. Und laut der Geschichte, die wir vorher gehört haben, hoffe ich auch, dass er tot bleibt und hier nicht wieder auftaucht. Oder das ganze Zeit versetzt ist und hier existiert dann noch irgendwas, keine Ahnung. Na, draußen sehen wir ja auch nichts. Also weiter. Ja, ja. Ja, wir fangen mit dem an. Super, super. Also wir können hier eigentlich nichts machen. So gar nichts. Also mit den Bildern können wir auch nichts anfangen. Was rappelt und klappert denn da so? Das einfach nur der Wind ist an den Fenstern. Gute Frage. Tja, nichts, nichts, nichts. So, dann nehmen wir uns den hier vor. Mal gucken. Oh. Ein Telefon. Habe ich irgendwo ein Telefon gesehen? Das hört sich an wie von... Ne, von hier kann es nicht sein. Sie hat uns erzählt, das Telefon geht noch. So, habe ich jetzt irgendwo... Ah, es klingelt. Schon wieder. Nein, hier ist es nicht. Wo ist es? Unten. Schnell, schnell, schnell. Hopp, lauf, lauf. Mollys Foto. Schön. Ah, ja. That looks like Molly from a while ago. Gut, schnell hinstellen. Ab dafür. Wo ist das Telefon? Wo höre ich es doch? Ist es? Ach da! Mensch, da ist es doch! What the hell took you so long? Hello? Thank God you answered. Molly? Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who. What? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Don't bother people. Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay, okay. What can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else. Got it? Okay, okay, okay. Das war jetzt ein bisschen schnell, ein bisschen hektisch. Also, Waffenschrank. Wo finden wir einen Waffenschrank? Nein, erstmal den Keller. Keller, Blumenvase. Hm. Wo war doch jetzt der Keller? Eieiei. Also, eigentlich habe ich ja Orientierungssinn, aber gerade habe ich irgendwie das Gefühl... Nö, habe ich nicht. Ach, hier, oder? Ja. Blumenvase, Blumenvase. Da
da ist eine Blumenvase. Nee, das ist keine Vase, das ist ein Topf. Ah, jetzt laufe ich hier total verwirrt rum. Moment. Ah. Nochmal neu. So. Also irgendwie völlig verplant. Blumenvase, Waffenschrank, von nichts anderem sollen wir irgendwie was in Gebrauch nehmen. Ja. Da haben wir auch nichts, da ist nichts. Unfassbar, das gibt's doch nicht. Ach, Blumenvase, da haben wir sie doch. So. Und da haben wir auch den Schlüssel. Super. So, rein da in den Keller, in den guten. Wollen wir doch mal schauen. Erste-Hilfe-Kasten. Mal gucken, ob uns das was nützt. Aber wir sollen uns wohl dran gehen. Ah ja, erstmal Klammern. Das ist gut. Ja, damit alles nehmen. Trinken, essen. Die ersten Vorräte haben wir schon. Super, Wasserzähler. So. Gut, umgesehen haben wir uns. Dann gucken wir hier noch. Verband. Schmerzmittel. Ja, war noch Schmerzmittel, oder? Jo, Schmerzmittel. Prima. Achso, Moment. Ha! Wenn das so ist, dann sollten wir das doch auch nehmen, oder? Jo. Das machen wir. Denn irgendwie. Schmerzen. Jawohl. Richtig. Ist nur die Frage, man so ein Schmerzmittel, wenn man das nimmt, wenn man irgendwo Schmerzen hat, dann wirkt es ja eigentlich für alles. Aber wenn wir es gezielt für etwas nehmen, wofür es nicht ist, dann funktioniert es scheinbar nicht. Das hatte ich beim Bild festgestellt. Was ist hier los? Warum war jetzt? Nein. What? Oh oh. Eine tote Leiche. Nein. Nicht der Will, oder? Holy shit. Nö. Aber es sieht aus, als könnte es der Mann sein. Naja. Okay. Ich würde sagen. Ja, wir. Ja, natürlicher Tod, genau. Er ist eingeschlafen, direkt hier auf dem Tisch. Hat noch die Decke drüber gezogen und ist dann vor sich hingestorben. Alles klar. Haben wir verstanden, kein Problem. Gut. Nö. Kann man nicht gebrauchen. Hier geht's noch weiter. Das sieht aus wie ein Waffenschrank, genau. Und ein Revolver. Gewehrmunition. Ja, das nehmen wir für Molly mit. Und da noch was, da geht's nicht. Ich nehme an, wir brauchen kein Holz. Wir hätten aber Streichhölzer immerhin. Und wir nehmen noch welche mit. Das nehmen wir auch mit, doch. Wir gehen einfach doch mal dran. Sehr gut. Ja, alles leer. Hm. Als Brennstoff nicht schlecht. Was zu trinken nehmen wir auch. So, wie viel können wir denn tragen? Können wir auch 30 Kilo? Also, müssen wir hier schauen. Joa, 30 Kilo. Da sind wir noch weit weg. Und Bilder brauchen wir auch nicht. Das hier, Waschmaschine. Waschmaschine durchsuchen, okay. Gut. Hätte ich gewaschen, aufgehangen. Ja, machen wir auch. Stoff. Ja, wir sind noch ganz am Anfang, also irgendwie können wir so gut wie alles gebrauchen. Und da wir uns jetzt, glaube ich, mal darauf einstellen, dass wir mit Astrid längere Zeit spielen, zumindest die Episode 3. Denn 4 und 5 kommt ja auch noch. Achso, da war ja nichts. Eine Lampe. Jetzt habe ich gleich geguckt. Wie viel Lampenöl haben wir denn? Naja, nicht so viel. Aber besser als nichts. So, da haben wir
auch nichts. Da ist noch eine Kiste. Jo, packen! Yay! Das ist sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal eine Weile Licht, wenn wir es brauchen. So, müssen wir eigentlich die Waffe auch laden? Nö. Ist geladen. 10 Schuss. Jo, gut. Dann erstmal wieder weglegen. Na, Holz. Schon fertig zerkleinert. Gut, okay, nächste, weiter. Und können wir hier raus? Ah ja, das sind ja hier diese schrägen Türen. Dachte schon, da geht's nicht weiter, aber ja, doch, es geht weiter. Ja, normalerweise sieht's so aus, ich habe eine Aufgabe, manchmal auch mehrere Aufgaben innerhalb einer Folge und die mache ich dann entsprechend auch fertig. Und wenn abzusehen ist, dass eine neue Aufgabe einfach zu lange dauern würde, dann ist es so, dass ich dann meistens in der nächsten Folge erst wieder weitermache. Okay, dann werden wir mal den Leinen folgen. Nehmen wir noch Steine auf. Joa. Kann man immerhin aufwerfen auf die Wölfe, zumindest auf Hasen. Funktioniert ganz gut, hatte ich mit dem William mal ausprobiert. Also zumindest auf Hasen. Und ja, wie gesagt, eben halt, es funktioniert. Man kann es zum Werfen benutzen. Aber bin mir nicht sicher, sollten wir vielleicht schon mal die Pistole rausholen. Ja, das könnte nützlich sein. Gut. Oh. Geladen ist er ja auch. Nein! Komm schon, triff. So, nachladen. Jo, mit R können wir nachladen. Super. Astrid, du machst das echt toll. Lauf, lauf, lauf. Und hier ist gerade nichts. Okay. Was? Egal, weiter, schnell. Ui. Okay. Hier liegt ein Wolf rum. 2 Pfeile. This stuff will come in handy. Ah, können wir mitnehmen. Wie cool. Telefon. Okay, diesmal müssen wir nichts machen. Hello? That you? Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. And as luck would have it, I'd left my bow in here last summer completely forgot. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly, I was in your basement. Right. So? I found the body. Shit. Molly, who was it? Just, it's none of your business. I told you to stay out of my shit. Tja, vielleicht hätten wir wieder zudecken sollen und gar nicht erwähnen, dass wir den gefunden hatten. Hätten wir wenigstens wieder zurückgekommen, aber egal. Okay. Ja, die Stadthalle sollen wir finden. Okay, jetzt hier nochmal schnell reinschauen, ein bisschen einpacken, was wir finden. Ja. Denn für unterwegs kann alles Mögliche auch nützlich sein. Das sollten wir nicht verpassen bzw. liegen lassen. Sie sagte, Moment, hier haben wir. Die können wir nicht nehmen. Okay. Aber hier noch irgendetwas. Nee. Weil sie sprach ja von einem Bogen. Jetzt hat sie den Bogen ja auch hier gelassen. Was ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen kann. Mein Bett. Ah, okay. Und ein Schlafsack. Den nehmen wir auch mit. Hier hätten wir sogar was zum Feuer machen. Ein bisschen Holz. Und, oh, hier noch ein Bett. Nö. Doch, da ist noch ein Bett. Okay. Wir können also Besuch empfangen. Herrlich, wunderbar.
Gut, also hier ist nichts weiter, was wir gebrauchen können. Dann lass uns mal auf die Karte schauen. Und der Scheune, jawohl, da sind wir. Das ist das Bauernhaus, wo wir gestartet sind. Aha, idyllisches Tal, Außengebäude, toll. Und hier haben wir Trauma. Thompsons Wegekreuz. Okay. Gut, das sieht aber aus, als ob das ein längerer Weg ist. Da würde ich behaupten. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Und würde sagen, okay, nehmt doch ein Abo mit, wenn ihr es noch nicht habt. Kommentiert und bewertet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.